Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute erzähle ich euch wieder was zum Thema Datenbanken. Nachdem wir jetzt die Struktur kennengelernt haben oder das Aufbauen der Struktur einer Tabelle, einer Relation, schauen wir uns an, wie wir Datensätze da reinkriegen. Das machen wir mit MySQL und XAMPP, aber natürlich vorher auch mit ein bisschen Theorie auf dem Papier. Viel Spaß! Ja, wie schon gesagt, das letzte Mal habe ich euch etwas erzählt zu Tabellen und wie man diese Tabellen in SQL anlegt. Nicht nur, wie man die Tabellen anlegt, sondern auch noch, wie man sie miteinander verknüpft, wie also aus Tabellen dann letzten Endes Relationen werden. Also Relation bedeutet ja irgendwie, dass etwas in Relation, also in Beziehung zu was anderem steht. Und genau das machen wir ja mit Hilfe unserer sogenannten Fremdschlüsselbeziehung, der Foreign Keys. Wie man die einbaut und was es damit auf sich hat, das habe ich euch im letzten Video zumindest einigermaßen ausführlich in den Basics beschrieben. Heute schauen wir uns jetzt also an, wenn ich so eine Tabelle habe, so eine Tabellenstruktur mit mehreren Spalten, wie kriege ich jetzt eigentlich einen Datensatz in diese Tabelle eingefügt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Zwei wichtige oder ja, die zwei Hauptmöglichkeiten stelle ich euch dann heute eigentlich auch vor. Ja, und eben noch mit ein paar leichten Abwandlungen hier und da und auch noch mit kleineren Tricks und Kniffen, die ich euch hinten raus dann präsentiere, wie es vielleicht ein bisschen einfacher geht oder was heißt aber das, was es dem Anfänger vielleicht ein bisschen einfacher macht, sagen wir es mal so. Denn gerade als Anfänger tut man sich mit SQL und mit den Fehlermeldungen, die es einem manchmal entgegenwirft, doch etwas schwer. Dem Profi ist immer relativ schnell klar, was er falsch gemacht hat, aber gerade wenn man so am Anfang davor sitzt, da kann das schon mal etwas mühsam sein. Ja, ich habe euch eine ganze Menge an Content mitgebracht oder auch schon vorbereitet und ich hoffe, dass wir da ganz gut durchkommen. Wir fangen deswegen aber auch direkt an. Und also nochmal ganz kurz, ne, in der Rückblick, im Rückblick, wir haben das letzte Mal im letzten Video gemacht, Struktur einer Datenbank anlegen. Also wir haben uns überlegt, wie kriegen wir jetzt diese Tabellenstruktur hier hin, ne, dieses Blaue hier. Also welche Spalten gibt es? Wie heißen die? Ja, von welchem Typ sind die? Also Spalte Kundennummer speichert Werte vom Integer-Typ und Spalte Name speichert irgendwelche variablen lange Zeichenketten, Vorname auch. Und die Tabelle heißt eben Kunde. Ja, das ist die Struktur, die wir das letzte Mal angelegt haben. Was wir heute lernen wollen ist, wie kann ich jetzt also einen Datensatz, ne, Datensätze, ich habe es grün unterstrichen, wie kann ich einen solchen Datensatz jetzt in die Tabelle einfügen? Nun, dazu erst einmal zur Syntax. Die Syntax von, das ist ganz wichtig, ne, insert into, das ist unser Befehl und dessen Syntax schauen wir uns heute an. Es gibt zwei Möglichkeiten, insert into aufzurufen und wir gehen sie der Reihe nach durch. Zunächst einmal fange ich hier an mit Variante 1. Die Variante 1 sagt mir Spalten benennen und dann füllen. Ja? Das ist das Wichtige. Spalten benennen und dann füllen. Was bedeutet das? Spalten benennen und dann füllen. Ja? Das bedeutet, dass ich, wenn ich insert into benutze, den Befehl, dann sage ich also zunächst einmal, das muss ich immer sagen, in welche Tabelle möchte ich jetzt einen Datensatz einfügen. Logisch, das muss das Datenbanksystem wissen. Ansonsten ist alles andere Bubbekätzchen. Also ich sage zunächst insert into Tabelle, zum Beispiel jetzt für mein Beispiel oben, insert into Kunde. Ne? Hier meine Tabelle heißt Kunde und mein Befehl insert into zielt eben auf die Tabelle Kunde ab. Ne? Insert into zum Beispiel Kunde. Jetzt seht ihr hier, dass ich etwas markiert habe und ich markiere das jetzt hier mal rosa, denn das hier ist optional, aber dazu gleich mehr. Optional. Und zwar ist es also so, dass auf mein Insert into und der Tabellenname jetzt hier in meinem Fall folgt eine Auflistung von Spalten. Ja? Das heißt, ich benenne jetzt die Spalten, die ich befüllen möchte. Ich sage also zum Beispiel hier, ich befülle erst die Spalte Kundennummer, dann Vorname und dann Name, ne, was Nachname entspricht. Also Kundennummer, Vorname, Name. Ja, das mache ich hier. Das ist also hier das. Dann kommt das Schlüsselwort Values. Also ich sage, jetzt kommen Werttupel, jetzt kommt der eigentliche Datensatz. Ja, und der Datensatz besteht dann eben aus Wert 1 bis Wert n. Also ne, je nachdem, wie viel ich habe. Und hier ist mein Tupel eben Kundennummer, Tom, Meier. Also Kundennummer 2, Vorname Tom, Nachname Meier. Ne, ich gebe hier die Reihenfolge der Spalten vor, wie ich sie befüllen werde. Und hier gebe ich jetzt die Werte an, die ich in die Spalten einfülle.
Nochmal, man sieht hier auch sehr schön, warum ich das machen muss oder machen möchte. In meiner Tabelle sind die Spalten etwas umgekehrt angeordnet. Nämlich erst kommt die Kundennummer, dann kommt der Name und dann der Vorname. Also 1 Philippi Sebastian, also Kundennummer, Nachname, Vorname. Und hier sage ich jetzt, ich möchte aber in der Reihenfolge Kundennummer, Vorname, Name einfüllen. Das heißt also, ich verändere jetzt die Reihenfolge. Und deswegen muss ich die Dinger hier auf jeden Fall angeben, muss sagen, was wohin soll. Ne? Wenn ich einfach nur dieses Wertetupel an die Datenbank schicken würde, dann würden die Spalten nacheinander zugeordnet. Das heißt, das wäre die Kundennummer, das wäre der Nachname und das wäre der Vorname. Das wäre schön falsch. Aber ich muss diese Reihenfolge der Spalten nicht angeben. Deswegen habe ich geschrieben, das ist optional. Also diese eckigen Klammern hier bedeuten nicht, dass man die hinschreiben muss beim SQL-Befehl, sondern eckige Klammern bedeuten in dem Falle jetzt hier, dass etwas Optionales und weggelassen werden kann. Ja? Okay, das wäre dann nämlich der zweite Eintrag hier unten. Ihr seht die Variante 2. Ich fülle Datensätze ein ohne irgendeine Spaltenangabe. Also es kommen direkt Datensätze. Was passiert also? Ich sage Insert into Tabelle. Logisch. Ich muss also wieder sagen, in welche Tabelle möchte ich was schreiben. Und dann seht ihr dieses Optionale, ja, das was ich hier oben so rosa umrahmt habe, das fehlt jetzt hier. Das wäre jetzt normalerweise an der Stelle irgendwo drin, ist es aber nicht. Sondern ich schreibe direkt Values und schicke dann direkt Wertepaare an die Wertetupel an die Datenbank. Ne? Also in meinem Fall hier zum Beispiel bei Insert Kunde 2 Meier Tom. Ne? Also ich muss jetzt hier aufpassen, wenn ich das jetzt mache, dann muss ich natürlich auf die Reihenfolge, in der die Spalten in der Tabelle angegeben sind, auch achten. Ne? Also die Reihenfolge hier entspricht der Struktur der Tabelle. Ne? Darauf muss ich jetzt achten, wenn ich diese Variable nehme, diese Variante nehme, bei der ich also die Spalten vorher nicht angebe. Ja, okay, ein letztes noch, bevor wir uns das Ganze in SQL auch gleich mal kurz anschauen. Ne? Ich kann die Spalten, also ich kann mit einem Insert into gleich mehrere Datensätze einfügen. Ne? Ihr seid hier, ich schreibe Insert into und dann hier wieder den Tabellennamen, zum Beispiel Kunde. Dann sage ich, welche Spalten ich befüllen möchte mit Values. Ja? Ich kann also jetzt hier nochmal zeigen, das hier ist wieder das Optionale. Ja? Hier kommen also die Spalten. Und dann darauf folgt dann wieder Values, das ist nicht mehr optional. Und jetzt sage ich also dann Wert 1, Wert n, Wert 1, Wert n. Hier kommen also immer wieder irgendwelche Wertetupel und die müssen alle den gleichen Aufbau haben. Ja? Also nochmal, ja? Ich kann das hier immer optional machen, sagen also, welche Spalten ich befüllen möchte, aber ich kann mehrere Wertetupel hintereinander schreiben. Wie ihr seht, werden die einfach hier mit Komma getrennt und erst nach dem letzten Wertetupel folgt dann ein Semikolon. Ja, okay, alles klar. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber auch wirklich in SQL mal an, damit ihr so ein bisschen eine Idee davon bekommt. Es gibt hier bei mir eine Datenbank MovieDB, mit der ich hier schon ein bisschen rumhantiert und rumgespielt habe. Schauen wir mal kurz rein. Select Stern from. Meine Tabelle heißt Movie. Und wie ihr seht, gibt es hier drei Spalten. Die ID, den Titel und das Jahr. Wenn ich mir die Tabelle genauer anschaue, Show Columns from Movie, also die Tabellenstruktur, dann erkenne ich sehr schnell, okay, ID ist mein Primärschlüssel und wird auch automatisch eingefüllt, also automatisch durch Auto-Increment. Das heißt also, ich muss die ID meiner Filme eigentlich niemals mit angeben, ich kann es nur tun. Zwei Filme sind im Moment drin, Hackers und Matrix, ja, und ich möchte jetzt mal einen dritten Film hinzufügen. Ich schreibe also Insert into. Und jetzt kann ich mich, muss ich erstmal sagen, in welche Tabelle ich das einfügen möchte. Meine Tabelle heißt Movie. Ja, sicher hier. Show Columns from Movie. Okay, meine Tabelle heißt Movie. Und jetzt muss ich sagen, welche Spalten, kann ich sagen, ich muss es nicht, aber ich möchte sagen, welche Spalten ich befüllen werde. Und zwar werde ich Titel und Jahr befüllen. Ich schreibe das mal groß, obwohl das auch jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Titel und Jahr und jetzt Values. Und jetzt kommt ein Wertetupel, was ich da einfügen möchte. Zum Beispiel Shrek. Ja, und sagen wir mal, der ist aus dem Jahr 2000. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber möglich ist es. Ja, also Insert into, dann die Tabelle, Movie, dann welche Spalten möchte ich befüllen. Dann kommt Values, um zu zeigen, okay, jetzt kommen also Wertetupel. Ja, und dann habe ich hier einen Wertetupel mit einem Semikolon abgeschlossen. Sende das Ganze ab und sehe jetzt, dass mein Film in der Tabelle angekommen ist.
hat jetzt die ID 9 bekommen. Das liegt daran, dass ich hier mit dieser Tabelle eben schon ein bisschen herumgespielt habe und deswegen die IDs 3 bis 8 leider schon vergeben sind. Ich hatte aber so ein paar Tests noch gemacht und ein bisschen was ausprobiert und deswegen nicht wundern. Ich kann diese Werte aber immer noch einfügen, wenn ich es möchte. Ja? Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir sparen jetzt mal nicht die ID aus, sondern wir geben sie jetzt mit an, statt das dem Auto-Inkrement zu überlassen. Wir sagen jetzt also Insert into Movie. Ja? Und jetzt sage ich direkt Values, ne? So wie ich es eben beschrieben habe. Das heißt, also ich sage gar nicht, welche Spalten ich befüllen möchte, sondern ich befülle alle Spalten. Das heißt, ich fange an bei der ID. Ich sage, jetzt kriegt der Film kriegt die ID 3. Ja? Dann muss ich ihm einen Titel geben. Einer flog über, ich mache es mal mit E, das Kuckucksnest. So, und ich behaupte, der ist von 1980. So. Ja. Jetzt habe ich also keine Spalten angegeben und muss deswegen die Spalten genau in der Reihenfolge befüllen, in der sie jetzt auch in der Datenbank angelegt wurden, also in dieser Tabelle. Ja, habe ich gemacht. Select Stern from Movie. Und wir sehen, aha, da guckt einer an, der Film wurde jetzt sauber auf Position 3, also unterhalb von der Position 2, eingefügt, ja, mit dem entsprechenden Jahr und mit allem drum und dran. Ja. Ich kann natürlich auch noch mehr Filme einfügen. Ich kann jetzt also auch sagen, Insert into Movie und dann ne, mache ich jetzt hier Film Nummer 4, ja, Star Wars 7 kam 2015 oder so, was weiß ich, ist mir auch völlig egal. Ja, und dann kann ich einfach sagen, okay, jetzt mache ich ein Komma und jetzt mache ich das nächste Wertetupel. Ich sag mal, Film Nummer 5 ist Star Wars 8 und der kam vielleicht 2016, ja, ist ja auch egal. Und dann mache ich noch den Film Nummer 6 und das ist Star Wars Teil 9 und der kam 2018. So, ne? Auf diese Art und Weise füge ich jetzt also, ne, ihr seht, ich habe hier immer so einen Wertetupel gefolgt von einem Komma. Wertetupel gefolgt von einem Komma, letztes Wertetupel gefolgt von einem Semikolon. Und jetzt habe ich also mehrere Filme gleichzeitig, also mit einem Befehl, in die Datenbank eingetragen. Ja? So sieht das Ganze dann aus. Ja. Ich habe es euch ja am Anfang gesagt, ich rede jetzt hier zum Schluss noch ein ganz klein bisschen darüber, wo sich vielleicht Anfänger schwer tun und wo man vielleicht sich als Anfänger so ein bisschen verhaspelt oder Probleme bekommt. Also, die Geschichte mit dem Auto-Inkrement. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, das war zwar jetzt mehr Zufall als geplant hier in dem Video, aber nichtsdestotrotz, wie ihr gesehen habt, fliegen, wenn ihr mit Auto-Inkrement arbeitet und ihr Datensätze einfügt und die später wieder löscht, dann wird nicht aufgefüllt. Das heißt also, wenn ihr schon mal 9 Filme hier eingetragen hattet und ihr löscht jetzt irgendeinen Film raus, dann wird nicht automatisch der Zwischenraum wieder aufgefüllt, sondern im Datenbanksystem mit eigentlich immer, mir ist keins bekannt, dass das anders handhabt, wird dann grundsätzlich eine neue ID generiert, wenn wir sowas wie Auto-Inkrement machen. Ja, das heißt also, wenn ich mit Auto-Inkrement arbeite, dann kann ich nicht IDs recyceln. Das ist das eine. Außerdem, wenn ich mit Auto-Inkrement arbeite, dann nehme ich mir oftmals die Möglichkeit selbst weg, dass ich hier so etwas mache. Also Werte einfach einfüllen, ohne indem ich die ID noch zusätzlich eingebe. Das möchte ich ja gar nicht. Sondern ich möchte, dass die ID automatisch generiert wird, ja, dass bestimmte Spalteninhalte automatisch generiert werden, in dem Fall hier meine ID. Und deswegen muss ich eigentlich fast immer angeben, welche Spalten ich dann befüllen möchte und in welcher Reihenfolge. Das kann ich dann meistens gar nicht mehr weglassen. Ja, habe ich gar keine Chance. Das heißt also, das Auto-Inkrement zieht in der Regel fast, ich schreibe hier mal hin, fast immer Spaltenangaben nach sich, um dann entsprechend Spalten aussparen zu können, die vom System automatisch generiert werden sollen. Dann haben wir noch das Problem mit den fehlenden Anführungszeichen. Die verschleiern uns nämlich ganz häufig Probleme. Also das heißt, dann habe ich auf einmal einen Befehl, der sich mit einem Semikolon nicht mehr terminieren lässt. Was bedeutet das? Auch da möchte ich ganz kurz mit euch drüber schauen. Stellt euch vor, ich trage hier nochmal einen Film ein, also Insert into Movie und dann sage ich, ich mache nur Titel und Jahrgang. Ich habe keinen Bock jetzt, die ID lasse ich generieren. Ja, und dann sage ich Values. Und jetzt als Titel nehme ich jetzt, was nehme ich denn jetzt als Titel? Boah, keine Ahnung. Nehme ich denn da Wanted?
So, auch diesen Film. Wanted hieß der. Und ihr seht, normalerweise würde ich jetzt hier, wann kam der raus, 2010, keine Ahnung. Normalerweise würde man das jetzt so machen. Und jetzt passiert es ja ab und zu im Eifer des Gefechts, dass man diese Anführungsstriche hier vergisst. Ja? Und wenn man diese Anführungsstrichen vergisst, dann ist das echt blöd. Warum ist das blöd? Ich zeige es euch erstmal zunächst mal. Ich lasse einfach nur das Semikolon weg. Das kennt ihr schon. Das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Wenn ich ein Semikolon weglasse, ja, dann ist es so, dass mir der Interpreter einfach diesen Pfeil hier vorwirft und sagt, okay, dein Befehl soll offensichtlich noch weitergehen. Was hättest du denn gerne? Und das vergessene Semikolon kann ich jetzt einfach einfügen und damit ist der Befehl vollendet. Ja, und der Film ist jetzt in meine Datenbank eingetragen. Das ist soweit so gut. Ja? Und das ist eine Art und Weise, wie wir das auch schon lange kennen. Ja? Oder wie ich es euch ja schon in den letzten Videos gezeigt habe. Aber was passiert, wenn ich jetzt den Film Wanted 2 eintrage und ich vergesse jetzt hier diese blöden Anführungsstrichen und ich mache jetzt hier, 2012 kam der, ich mache jetzt hier sogar ein Semikolon hin. Ja? Dann werdet ihr feststellen, dass mir jetzt der Interpreter sagt, dein Befehl ist noch nicht fertig. Und jetzt denkt ihr, warum? Der Befehl ist doch fertig. Ihr habt doch hier hinten ein Semikolon hingemacht. Ist doch deutlich da. Ja, aber dieses Semikolon, was ihr hinten seht, wird gerade als Teil dieser Zeichenkette hier gewertet. Also im Grunde genommen sieht es für den Interpreter so aus, als wäre eure Zeichenkette, der Titel des Films wäre Wanted 2, 2012, Klammer zu, Semikolon. Ihr könnt ja da hinschreiben, was ihr wollt. Ist dem Interpreter ja völlig egal. Und er zeigt euch jetzt hier vorne auch an, Junge, hier fehlt irgendwie noch ein Anführungsstrichen. Ja, so ein doppeltes Anführungszeichen fehlen jetzt hier. Wo sind die geblieben? Das heißt, die kann ich jetzt hier eintragen, ja, habe damit aber nur den Titel abgeschlossen. Was der ja jetzt immer noch von mir erwartet, ist die Angabe eines Kommas und einer Jahreszahl. Also Komma, Jahreszahl, Semikolon wäre jetzt der korrekte Weg, um diesen Befehl zu beenden. Aber dann würde mein Film, also Wanted 2 2012, bla, Komma, Klammer zu, Semikolon halten. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen bringe ich den Compiler jetzt lieber, den Interpreter jetzt lieber dazu, mir eine Fehlermeldung zu spucken. Und zwar so. Ja. Und dann nehme ich meinen Befehl und sage, ah, Moment mal, ich füge jetzt hier die Anführungsstrichen ein. Und bam, ist er drinne. Ja. Das heißt also, diese fehlenden Anführungsstrichen, da muss man gerade im Eifer des Gefechts oftmals aufpassen. Hey, Moment, warum sagt er jetzt, dieser Befehl ist nicht beendet? Und wie gesagt, achtet immer drauf, dass euch der Interpreter hier mit dem, mit diesen Anführungsstrichen da deutlich zeigt, hey, schau mal, mir fehlen hier noch Anführungsstriche. Vielleicht willst du die mal einfügen. Und dann sieht man auch schon sehr schnell, ach, guck mal, ja, da habe ich sie vergessen. Er ist so ein Kack. Ja? Und dann muss ich eben sinnvoll reagieren. Entweder bringe ich den Befehl irgendwie zu Ende, wenn es noch möglich ist. Und wenn nicht, dann sehe ich zu, dass ich ihn irgendwie zu einer Fehlermeldung bewege und den Befehl dann nochmal neu absenden kann. So, letzter Punkt. Ja? Zeichen mit spezieller Bedeutung müssen escaped werden. Ja, also spezielle Bedeutung ist jetzt hier zum Beispiel Anführungsstrichen oben, also doppelte Anführungsstrichen, einfache Anführungsstrichen, Semikolon und so weiter und so fort. Das sind so spezielle Zeichen in SQL, die eine spezielle Bedeutung haben. Ja, also spezielle Bedeutung, Semikolon terminiert einen Befehl, die Anführungszeichen einfach oder doppelt, die zeigen eben an, hier kommt jetzt eine Zeichenkette, die endet dann, wenn jetzt wieder dieses Zeichen kommt. Ne? Das heißt also, das sind Zeichen, die eben nicht einfach so irgendwo in der Zeichenkette auftauchen können. Und da müssen wir uns also jetzt umschauen, was wir machen müssen, je nachdem, wo wir die einsetzen, diese Zeichen. Ich mache es mit einem einfachen Beispiel. Ich möchte einen String einfügen, der da lautet, it's a tiny animal. Und ich habe hier schon deutlich darauf hingewiesen, it's a tiny animal enthält ein einfaches Hochkomma. Wenn ich jetzt diesen String, was ich durchaus machen darf, auch in einzelne Hochkommas setze und sage, okay, es ist also ein String, der geht von da bis da, dann schauen wir mal an, wie sich das für den Interpreter liest. Der Interpreter liest hier los, sagt, aha, einzelnes Hochkomma, es folgt ein String, der in einzelnen Hochkommas gehalten ist, liest das I, liest das T und liest ein einzelnes Hochkomma. Der String ist beendet. Dann wird er sich wundern, was für ein Schlüsselwort wohl as a tiny animal ist und wo jetzt dieser String, der hier hinten wieder aufgeht, wo der jetzt irgendwann später hier hinten beendet wird. Das wird er nämlich nicht. So, das heißt also, das hier ist für den Interpreter völliges Gulasch und entsprechend wird auch die Fehlermeldung nach völligem Gulasch aussehen. Er wird euch fragen, wahrscheinlich wird er euch fragen, dass, oder wird er euch sagen, dass er den Befehl a tiny animal nicht kennt oder sowas. Also irgendwie so wird halt letzten Endes die Fehlermeldung lauten und sie lässt so gar nicht darauf schließen, dass sie irgendwo Blödsinn mit den Sonderzeichen gemacht hat. Schauen wir uns an, was wir stattdessen machen können oder wie wir das verändern können, verhindern können. Wir fügen wieder einen Befehl ein, insert into movie, und zwar fügen wir ein
den Film It's a Wonderful Life. Ja, extra ein mit einem Apostroph drin im Titel gegoogelt. So, der war von 1946. Auch das habe ich mir. So, schau mal, was passiert. Ich setze den Befehl so ab. Dann sagt er, oh, erstmal, hier ist dein String, der mit einem Hochkomma anfängt, noch nicht beendet. Ne? Hier ist das Hochkomma, von dem er mir jetzt sagt, ja, der fehlt noch. Okay, alles klar, Hochkomma, Semikolon. Und dann sagt er irgendwie, was ist denn jetzt hier? Use the right syntax near a wonderful life. Das ist genau das, was ich sagte. Das hier wird er jetzt irgendwie versuchen, als Befehl zu interpretieren. Und da fehlt jemand irgendwas. Ne? Was kann ich jetzt machen, wenn ich aber unbedingt mit, also eine Möglichkeit, das jetzt zu verhindern wäre, zu sagen, okay, der String ist wie alle anderen auch in doppelten Anführungsstrichen. Ja, und dann habe ich das Problem nicht mehr. Aber was ist, wenn ich jetzt also mit doppelten Anführungsstrichen und einfachen Hochkommata in diesem Titel arbeiten möchte? Wenn sie es also auf diese einfache Art und Weise nicht beheben lässt, dann kann ich die Bedeutung, die spezielle Bedeutung von so einem Hochkomma oder von jedem Zeichen, kann ich die spezielle Bedeutung aushebeln, indem ich einen Backslash davor schreibe. Ja? Also ich schreibe jetzt it Backslash Hochkomma S, A Wonderful Life. Wir schauen uns das Ganze an. Das Ganze wird angenommen. Select Stern from Movie. Wir gucken also in die Tabelle und sehen, er heißt jetzt da It's a Wonderful Life. Ich habe es euch hier auch nochmal in die Dings reingeschrieben. Ne? Ich muss sowas einfügen. Um sowas einfügen zu können, muss ich mit einem Backslash das, ja, das Zeichen mit der speziellen Bedeutung escapen. Ja, das ist ein ganz schlimmes Neudeutsch. Also to escape im Englischen, dann in dem Fall irgendwie halt, ne, wie will ich das denn jetzt übersetzen? Das hat ja mit Flüchten nichts zu tun. Aber wir nehmen im Grunde genommen die spezielle Bedeutung raus, ja, indem wir einen Backslash davor setzen und sagen, es ist ein ganz normales Apostroph. Ja, deswegen ist jetzt hier, habe ich versucht, das farblich zu kennzeichnen. Ne, das gehört jetzt zum Text dazu und hat nicht mehr diese Spezialbedeutung hier an dieser Stelle, die wir ansonsten davon gewohnt sind. Ja, wie ihr seht, das ist Inside Into ist auch eine große Geschichte, also, oder was heißt eine große Geschichte, aber schon ein Befehl, um den man sich also auch Gedanken machen kann und bei dem man also so ein paar Sachen wissen sollte, um damit sinnvoll umgehen zu können. Ich habe versucht, euch das Wichtigste jetzt heute hier beieinander zu schreiben und die wichtigsten Sachen erst einmal also anzusprechen. Man kann zu Inside Into sicherlich noch viel, viel mehr erzählen. Vielleicht mache ich auch noch ein zweites Video, wo ich noch auf so ein paar Besonderheiten oder sowas eingehe. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Aber ich hoffe jetzt hiermit zuerst mal die Basics erschlagen zu haben, sodass für die meisten von euch das als Wissen erst einmal reicht, um vielleicht dem Datenbankenunterricht oder auch irgendwo in der Datenbankenvorlesung wieder etwas besser folgen zu können. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich total super. Abo und alles andere freut mich natürlich umso mehr. Und ja, ansonsten schaut einfach wieder rein, wenn ich das nächste Mal wieder was hochlade und haltet die Ohren steif. Achso, und natürlich auch ganz wichtig, eine Kommentare hier unten, wenn es irgendwie nicht so geil war. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Auch negatives Feedback ist ganz, 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 ganz wichtig. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.